Wieso bist du heute hier in diesem Kampf? Was bedeutet dieser Kampf für dich? Also ich bin der Betriebsratsvorsitzender von Bosch München. Und ja, für mich bedeutet einfach 250 Mitarbeiter, ja, dass es keine betriebsbedingte Kündigung oder eine Schließung des Werkes München bedeutet. Und für mich, ja, da ich verantwortlich bin für 250, ist für mich jede Hilfe, die wir bekommen von jeder Organisation, natürlich muss es ordentliche Organisation sein, wir werden uns keine rechten Partei hier anschließen, aber die Umweltaktivisten, die für eben für den Klimaschutz kämpfen und umweltfreundliche Produkte, ja, wir könnten ja, außer wir produzieren ja momentan Elektrokraftstoffpumpen, und wir könnten ja auch was anderes produzieren, was umweltfreundlich ist, ja, wie auch immer das sein mag, damit eben 250 Arbeitsplätze dann erhalten bleiben. Vielleicht noch eine Frage, weil die Geschäftsführung ja quasi schon Schritte eingeleitet hat, um eben die Aufträge quasi zu verlagern. Das heißt, Sie haben schon einen Plan, wie Sie vorgehen wollen. Haben wir auch einen Plan? Also wissen wir, wie wir kämpfen wollen gegen diesen Missstand? Ja, es gibt einen Plan, es gibt Szenarien, die waren ja alle in der Zeitung bekannt, wo eben verschiedene Szenarien, wie man sich das Werk von der Geschäftsleitung oder von einigen Leuten von Bosch ja, im Endeffekt nach Osteuropa die Hälfte und dann wieder die Hälfte auch nach in Deutschland bleibt. Und ich muss offen, die Werkschließung ist ja noch nicht beschlossen. Wir sind ja immer noch am Kämpfen um ein Alternativkonzept, wo wir dann sagen, wir könnten dieses Werk retten mit diesem Konzept, die wir uns vorstellen. Unabhängig, ob es jetzt, ja, unabhängig, welches Produkt dann es sich handelt. Kann ich noch eine letzte Frage stellen? Und zwar ist es ja so, dass hier zum Beispiel auch diese große Automobilmesse ist. Also auch die Geschäftsführung von Bosch ist ja dann auch gemeinsam mit anderen Konzernführungen, die ebenfalls auch Betriebe geschlossen haben. Wir haben ja quasi diesen Vorschlag gebracht, mit der Bahn gemeinsam eine Perspektive zu öffnen, dessen Frage ja auch mit dem Klima verbunden ist. Denkst du, dass es möglich wäre, ein solches Bündnis mit Klimaaktivisten, mit der Bahn und mit den Bosch-Beschäftigten gegen die unterschiedlichen Missstände in den jeweiligen Kämpfen zu machen? Ja, ich denke mal schon, wenn man die richtigen Konzepte ausarbeitet, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ein Gemisch zwischen allen Aktivisten dann eine richtige Mischung dann findet. Mhm. Aber wie auch immer das dann sein mag, da bin ich ja einfach politisch, ich bin ja 40 Jahre in diesem Werk. Politisch kenne ich mich nicht so jetzt, wo ich sage, weil wen trifft es denn in Werkschließung? Also diese Ehre hat ja nicht jeder. Das kommt ja, und es wäre möglich, ja. Okay, vielen Dank. Okay. Ich glaube, super Interview. Danke.